그렇지. 애드 펌. Und wie ihr hier schon sehen könnt, spielen wir heute mal wieder Counter-Band Police. Ja, in der letzten Folge haben wir so gemacht. Heute wirst du mit den Fahrern die Waren ins Land bringen. Mach weiter und winge die erste Person heraus. Ist jetzt nicht eher herein? Egal. Kommen Sie rein. Wir haben auch aktuell fast $400. Ist ziemlich wenig tatsächlich. Aber wir können eh nichts upgraden, weil das halt nur die Demo ist. Ja, ein bisschen arm. So, alles parallel. Wofür seine Dokumente? Okay. Königreich von Erkan. Ich brauche ihre Dokumente einmal. Danke sehr. So. Kontrollbericht. Frachtbrief. Fotopassnummer. Was weiß ich. Alle Fahrer, die Frachtnummer müssen ein gültiges für sein Dokument. Der beste Weg, ein Dokument mit dem tatsächlichen Frachtzustand zu vergleichen, ist mit Hilfe eines Frachtbuchs. Nimm es vom Tisch. Alles muss man hier selber machen. So. Ja. Ich muss jetzt erstmal hier suchen. Einstimmen, 177. Saristan. Passt. Und jetzt sollen wir hier die Fracht überprüfen. Dazu müssen wir das hier einmal hinten aufmaken. Hallo. Hier hoch. Freundchen. Danke. So. Zack. Dann ein bisschen noch. Aber jetzt kannst du ganz einfach das Fachbuch mit dem Fachbuch vergleichen. Überprüfe die anderen Daten, lass den Fahrer durch oder weise ihn zurück und winkel den nächsten heraus. Das heißt herein. Aber ich kann doch hier bestätigen. So. Düngermittel 10. Kühlschrank 2. Gasherd 3. Chemische Erzeugnisse 1, ja, Reinigungsmittel 3 und Toilette 1. Scheinbar hat der nicht alles drin. Wir können das hier erstmal wieder zumachen. Das heißt, Kontrollbericht, Frachtbrief. Und er darf nicht durch, ne? Frachtbrief. Ja. Gut. Dann. Lieber Kollege, können Sie einmal wieder umdrehen hier. So, tschüss. Weg mit dir. Ja, halt die Schnüss. So. So, ich hab es doch schon gemacht. Warum wird es unten bei mir immer noch angezeigt? Egal, Leute. Ich hab's ja trotzdem gemacht. Von daher ist es jetzt so schlimm, dass es noch da ist. Ja. Rechtfertigte Ablehnung. Perfekte Inspektion. Ja, dafür bin ich bekannt. So. Manchmal musst du die Fracht entladen, um die Zuhörung oder perfekte Gegenstände erreichen. So. Oh, Königreich von Erdbein. Ja, das ist unser. Wir machen es erstmal so, wie. Normalerweise man es auch macht. Ja, KR76. Da. Aber da hat er sich Mühe gegeben. Ölfass und Gurken. Gurkenfass. Ja. Das war's, die ganze Ladung ist bereit auf den Tisch. Ja,
In jedem ist auch sogar was drin. Perfekt. Damit auch. Ja. So, bitte, bitte, bitte. Danke, danke. So, und hier ist auch Falschgeld drin. So. Ist hier auch Falschgeld drin? Nee. Ja gut, lieber Kollege. Das wird heute mit Ihnen nichts mehr. Die müssen leider aussteigen. Tut mir leid. So. Ich muss sie jetzt leider wegen Falschgeld verhaften. Ab in den Knast mit ihnen. Ja, ja, ja. Gehen sie einfach in den Knast und dann reicht das auch schon. Ich meine jetzt gar nicht hier so groß umheilen. Tschüss mit dir. Adios. Jürgen, wir gehen nicht. Okay. Kollege, geht weg, sonst nerven sie ihn nämlich nur. So. Und erstmal bitte wegpacken. Wäre ziemlich nett, damit ich den nächsten reinholen kann. Jo, jo. Inspektion abgeschlossen. Schmuggel vereitelt. Ja. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Rotes etwas. So, haben wir sogar gar keine Schmuggler. Das heißt, Akaristan ist wie mal wieder wegen mir schmuggelfrei. So. Guten Tag. So, kann ich Ihre Dokumente haben? Danke sehr. Ja, ja, ich gebe es dir auch wieder zurück. So. Justin 586Y. Ja. Stimmt auch wieder alles. Eine Ziege hat er. Da kriegt mir doch mal eine Ziege aus, ja tatsächlich hier. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich nicht rausholen. Kollege, könnten Sie einmal die Fracht zurückpacken? Das wäre nett. Danke sehr. Ja, also es scheint so, Kollege, als würden Sie durchkommen. Kann Sie hier schon direkt genehmigen, weil ich muss nichts weiterartig suchen, denn ich weiß es schon. Ich hau ab. Ja, mach das mal. So, tschüss. Gehen Sie bloß weg hier. Fahren Sie rein, fahren Sie rein. Jo, perfekte Inspektion. So, und dann haben wir hier noch so einen gelben, komischen LKW, was weiß ich, was das sein soll. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Bleiben Sie bitte stehen, danke. Hallo. Snego da Inara. Kann ich bitte. Bisschen, ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ja, ja, das sehen wir ja. HNS7. Ja, mal gucken. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt auch. Dann können wir noch mehr nach radioaktiven Dingen suchen. Das sollen ja angeblich 7 sein, aber ich weiß jetzt schon, dass es mehr sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir den hier. Ja, es sind 9. Damit. Upsala. So. Nee, die Inspektion ist noch nicht beendet, weil ich es noch im Frachtbrief reinpacken. So. Und jetzt ist sie beendet. Haben sie noch einen schönen Tag, aber ich muss sie leider verweigern. Da sie. Oh nein, nicht kaputt. Ja, da sie 2 Sachen zu viel haben. Ich wünsche ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja, und jetzt verpissen sie sich von meinem Akaristan-Ding. Ja, fahren Sie schön weg. Tschüss. Kommen Sie gut wieder in Ihrem Heim an. So. Horosno, Horosno. Was ist das? So. Gut, gut, du lernst schnell. Geh dich aus und morgen ist der letzte Tag unserer Ausbildung. Oh, oh, oh. Das ist wahrscheinlich auch der letzte Demo-Tag.
dann gibt es wahrscheinlich die Demo nicht mehr. Also da endet wahrscheinlich dies. Aber Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen. Und würde auch sagen, das war es sogar schon mit dem Video. War ein kurzes Video, muss ich sagen. Aber ich fand's nice. Wir haben jetzt immer noch wegen Eigentumspflege 3 minus 60 Dollar. Mitarbeitervergnügung 50 Dollar. Und Fahrzeugwartung 15 Dollar bezahlt. Und am Ende haben wir noch 606 Dollar übrig. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist wie gesagt immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie noch andere diverse Links wie Instagram und Co. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch supporten. Und jetzt habt einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao, ciao.